Moin, meine Freunde der gepflegten Gaming-Unterhaltung und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Wir sind immer noch dabei, den Wall auszubauen. Wir sammeln gerade zu zweit ein bisschen die Baumstämme. Jemand hat mir in den Kommentaren geschrieben, man hätte das Katana rausgenommen. Das stimmt aber nicht, das Katana ist immer noch da. Das Einzige, was man rausgenommen hat, war die Goldrüstung und die hat man woanders dahingesetzt. Das heißt, es hat sich nicht viel geändert. Also es kam eigentlich nichts dabei und es kam halt auch nichts weg. Oh, Virginia, lauf doch hier nicht so durch. Oh je, haben wir hier Bäume. Jetzt haben wir gut was gefällt. Ja, ich gehe gerade hoch, schick du hoch, weil wenn wir zu viele allein da hochschicken, nachher, weißt du, die spawnen die. Ich gehe gerade hoch. Danke, hoch. Kannst du schon mal bauen. Ich baue dann schon mal und es wird langsam, ich glaube, immer kälter. Wir kommen langsam in die Nähe vom Winter. Vom Winter. Winter ist krammig. Jawohl. Boah, hier oben ist alles schon voll, die fallen... Warte mal kurz mit Baumstämme drauflegen. Ich gebe dir wieder Bescheid, weil es zu viele sind, dann fallen die runter. Ja. Oh je. Zack, zack. So, warte, ich nehme noch zwei, drei weg. Ja, ja, sag Bescheid. So, jetzt kannst du wieder ein paar Mal. Ja. Jetzt habe ich ein paar aus dem Baumlager geholt und einfach weggeworfen. So, dass Platz, also platzsparend weggelegt, eigentlich. Du, bis jetzt haben wir bis jetzt noch kein richtiges Haus gebaut, was so mit einem Wall verkleidet wurde. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht in dem Spiel. Finde ich irgendwie crazy. Das ist jetzt das erste Mal, wo wir das machen, seit wir das streamen. Ja, das streamen stimmt. Und also, seit wir es aufnehmen. Das ist echt so. Ich bin aus Versehen mit hochgekommen. Ja, das ist auch geil. Aus meiner eigenen Map habe ich einen Wall gebaut. Ja. Und da werden wir dann diese Speerabwehr noch machen. Ja. Die muss auch noch kommen. Zack. Zack. Ah, sieht doch geil aus. Genau so muss das. 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 Also ich bin gespannt, was im Update jetzt alles dabei kommt. Ja. Ich habe ja Lust auf den Holzkarren. Der wäre richtig nice. Also der wäre, ohne Scheiß, der wäre richtig gut. Weil da könnte man auch gut Zaun ziehen. Da kann jemand den Holzkarren fahren und der andere nimmt immer und platziert. Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Und man kann jemanden hinschicken, der Bäume per Seilwinde hochschießt. Und der andere füllt ihn in den Karren und einer setzt den Baumstamm immer. Ja. Da gibt es wirklich unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten mit dem Karren. Einer fährt immer nebenher. Ich glaube, ein Kleiter ist noch runtergefallen. Den muss ich noch hochholen, bevor ich wieder Ärger mit Max bekomme. Sagen wir aber, es war Max sein Kleiter. Ja. Max, dein Kleiter ist runtergefallen. Die Kannibalen-Wars. Ja, genau. Die sind einfach durchgelaufen und haben den runtergeworfen. Genau. Falls er fragt. Ja, der fragt eh nicht. Der kommt rein ins Spiel, denkst, wo ist mein Kleiter? Und dann, tut mir leid, die Kannibalen haben den geklaut und auf eBay verkauft. Vielleicht weiß er ja gar nicht mehr, dass überall einer da war. Ja, genau, es kann sein, dass du so, sich so die Frage stellst, so, wieso, hatte ich nicht auch ein Kleiter? Nee, Max, du hattest keinen, du bist immer zu Fuß gelaufen. Ah ja, stimmt, da war was.
Genauso wird das wird so funktionieren. Außer er sieht dieses Video dann nicht, dann funktioniert das natürlich nicht. Oh mein Gott, zwei Folgen, wo wir nur Wall gebaut haben, das ist, zur Überbrückung, ja? Ja, zur Überbrückung. Nee, die eine Folge habe ich ja noch ein bisschen mit der Kettensäge gekämpft. Wir hatten eine wunderschöne Nacht. Ja. Die Nacht war echt, also ohne Scheiß. Das eine muss ich auf jeden Fall klippen. Da muss ich einen Short draus machen, wie Virginia hier einfach eiskalt die ganzen Mutanten hier wegsnatcht. Hast du gesehen, da war ein Dämon. Ja, da ist ein Dämon gekommen. Wir haben das Spiel gar nicht durchgespielt und der Dämon war direkt schon da. Ich guck mal, was für ein Tag eigentlich ist. Der 18. Der 18. Tag seit unseres Absturz. Es kann gut sein, dass sie das mit dem neuen Update geändert haben, weil ich hatte vorher nie einen Dämon. Außerhalb von den dann Höhlen. Dann ist mal ein Wurmi oder ein Fingers oder ja, ein Wurmi. Ein Wurmi, ja. Der Wurmi hat auch so einen coolen Namen auf Englisch. Ich glaube, der heißt Wimpy Dimpy. Wimpy Dimpy. Ja. Der Wimpy Dimpy. Obwohl Wurmi auch cool ist. Ja. Ich find's witzig, wie die Baumstämme hochkommen, über das erste Lager drüber fliegen, kurz auf den Boden aufkommen und dann ins nächste Lager reinkleiden. Das sieht so geil aus. So, langsam muss ich aber hier rund gehen. So, Schatz. Alles wieder weggeschafft, was du ungeleert. Ja, wunderbar. Oh nein, der Elch! Oh, fuck! Hat er dich weggerammt? Ja, ich habe ihn auf mich zufliegen gesehen, jetzt ist er ins Wasser gesprungen. Er kam im Gleiter, mit Max seinem Gleiter kam er auf dich zu. Und wusste nicht, wie man den kontrolliert, den Gleiter. Ja. Naja, besser als Max zu fliegen ist auch nicht schwer. Aber manchmal ist es immer noch komisch mit dem Gleiter. Manchmal bekommst du Höhe, manchmal bekommst du nicht Höhe. Ja. Das ist ganz komisch, weiß ich auch nicht so. Dann klappt es nicht. Ja, ist so. Das ist dann komisch. Aber auf dem neuen Bildschirm hier zu spielen, ist ganz geil. Hab zwar nur 60 FPS, keine Ahnung warum. Aber... Ich bin da 30. Nee, jetzt im Moment 52, keine Ahnung warum. Oh. Weiß ich, die 3080 läuft am Limit, ey. Und hat trotzdem nur 60 FPS. Muss ich mal gucken, was das ist. Ich hatte ja eben 70 FPS. So. Vielleicht ist es halt einfach nicht gut programmiert, das kann auch sein. Bei anderen Spielen habe ich bei Minecraft zum Beispiel aber einen Shader drin, da habe ich auch nicht so viel FPS. Der Shader, der klatscht halt auch voll rein. In die Performance. Ja, klar. Von der Grafikkarte. Ah, da rollt gleich einer weg. Das ist nicht so gut. Oh, ich bin voll müde, wie als hätte ich, schon 8 Stunden gearbeitet. Was ist denn das? Und du bist der gearbeitet hat, nicht ich? Ja. Das ohne ist voll Pause. Komisch. Das ist voll komisch, ey. Aber ich bin generell immer müde, gefühlt. Im Moment geht es bei mir. Vorhin hätte ich ein Energy gebricht, aber jetzt geht es gerade. Hey, du kannst so irgendwie eine Walltür machen. Kannst keine Doppelwalltür machen, verstehe ich auch nicht. Ich habe jetzt mal eine Tür gemacht. Genau gegenüber. Ja. Oje. Komm hier, Baumstämme hoch. Am besten kommst du mal hoch.
Außer du hast noch so viele da unten. Nein, eigentlich nicht. Dann komm hoch, dann bauen wir hier den Rest zu. Aber so mit einem 32 Zoll Bildschirm, Schmacko Fazzo, ey. Wird spielen auf der PlayStation auch richtig geil hier. Ja. Hast du wenigstens einen großen Bildschirm. Also dem würde ich dir auch empfehlen, Tommy. Ja. Den AOC. AOC? Ja. 32 Zoll QHD. Kannst ja nachher mal angucken kommen. Ich bin runtergefallen. Natürlich gecurved. Aber guck mal. Ja. Guck dir mal das Tor an. Sieht doch nicht schlecht aus. Ganz geil aus, oder? Ja, hier entlang der Baumgrenze. Oh, wirfst du mir die jetzt hierher? Ah, das geht schneller. Ja, wir verstehen uns, wir verstehen uns. Ja. Hier wird Bauen noch groß geschrieben. Okay, aber dann... Warte, jetzt komme ich mal von der anderen Seite hier. Setz ich mal hier noch. Baumstämme hin. Dass man hier aufeinander trifft nachher. Genau. Das passt, das müsste passen. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass es passt. Ja, es wird schon schief gehen. Ja, wird schon schief gehen. Denke ich auch. Also, schiefer als schief kann man es nicht bauen. Das ist echt so. Direkt vor die Nase geworfen, ohne Scheiß. Alle Lager sind schon nochmal leer. Echt? Ja, ich habe alles leer geräumt. Sehr gut. Alter Falter. Heute wieder 6 Stunden Wall bauen, gar kein Bock. Ja. Die Lager sind leer. Die Lager sind leer. Die klauen unsere Jobs. Jetzt ich mach mal. Machst du Spitzen? Spitzen? Ja. Ich auch, ich komme von der rechten Seite. Treffen wir uns in der Mitte mit Spitzen machen. Ja. Heute noch zum Friseur, ich muss noch ein paar Spitzen schneiden. Ein paar Spitzen schneiden. Wie gut, dass ich eine private Friseurin habe, die immer kommt. Mhm. Ist immer gut, wenn du in deinem Freundeskreis so alles hast. Einen Maurer. Ein Dachdecker. Dachdecker, ein Elektriker, eine Friseusin, ein ITler wäre auch noch gut. Ein Kfz-Mechatroniker. Kfz-Mechatroniker, da habe ich sogar zwei, einer für LKWs, einer für Autos. Ja, Architekt oder sowas ist noch gut. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen, sowas. Aber hier auf dem Land ist das sowieso ein bisschen anders als, glaube ich, in der Stadt. In der Stadt studiert irgendwie jeder gefühlt. Oder ist Kellner. Ja. Hier auf dem Land, da ist das so, da wirst du auf dem Traktor geboren. Vom Traktor rausgezogen. Ja, da gehst du vom Traktor aus dem Geburtskanal gezogen. Oh, die haben wir gemeinsam abgeschlafen. Yeah. Da hinten sind noch welche. Ah. Und Virginia setzt sich dahin und frisst die Arme und Beine von den Toten. Ist mir aufgefallen, die knurrt die Dinger immer an und frisst die dann. Das ist ihr Magen, der wo knurrt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber irgendwas... Ah, Digga! Tommy! Kinder. Kinder, Rinderkinder!
Na, ich bin Seelenruhigler bei der Spitzen. Ja, ich hab's unter Kontrolle. Aber wo sind die jetzt hergekommen? Normalerweise müsste da doch... Früher war es so, dass da eine Virginia... Oh, der in der Luft. Dass da früher eine Virginia rumgelaufen ist. Jetzt ist es so. Jetzt kommen die einfach so. Vor allem sind die so schnell. Ist das tot? Also, viel haben wir nicht mehr. Nee. Viel ist echt nicht mehr. Ich finde auch gut, wie der Wall hier so geil aufgeht. Ohne ein Geräusch. Er macht halt einfach gar kein Geräusch. Da ist der Elk. Also, Alter, macht der Geräusche. Ah! Ja, das finde ich halt doof, dass man jetzt hier nicht noch einen neben dran machen kann, dass man so ein Doppeltor hat, weißt du, wie ich meine? Ja. Man hat immer nur eins. Oh, da ist ein Baumstamm, den werde ich aber gerade hier mal fällen. Ja, der ist irgendwie da reingerutscht. Er ist irgendwie da reingerutscht, stimmt. Aber was acht geht ist, das habe ich bei mir gemacht, hier der Baum, der wohin hinten dran ist. Ja. Wenn der hier auf der Innenseite steht, kannst du einfach eine Plattform dran errichten und dann schaut das Seil auf die andere Seite, weißt du, dann kommst du schnell rüber. Ach krass, aber dann kommen doch die Gegner dann rüber, oder? Bis jetzt ist noch keiner bei mir das Seil hochgekrabbelt. Okay. Ja, krass. Dann, ja, wir müssen sowieso gucken, wie wir, ob wir da hinten dran dann eine Plattform ziehen, wo man dann so drüber gucken kann, weißt du, wie ich meine? Wie so eine Mauer. Sodass du oben auf der Spitze stehst und dann oben drüber gucken kannst. Ja, das wird sowieso ein bisschen schwierig, weil wir jetzt halt auch relativ tief gebaut haben. Ja, aber ich glaube, mit der Baumbrücke geht das sehr gut. Ja? Na, das geht nämlich mit, also wenn du es rechtwinklig wie ihn vorbaust, dann geht es besser. Ja gut, das stimmt, ja. Ja, weil du kannst ja nur grad bauen im Spiel. Ja. Was super scheiße ist irgendwie. Guck mal, ich bin hinter dir in den Baum am Fällen. Ja, lass grad wirklich hier mal noch so ein bisschen wegmachen. Nein, 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 jetzt hat er den einen Baumstamm kaputt gemacht, Mist. Also den einen ganzen Baumstamm. Nein, lauf nicht weg, lauf nicht weg. Oh, Alter! Ich dachte, er fällt noch an mir vorbei. Ja, aber es ist besser auch, dass wir die Bäume, die direkt am Wald stehen, am besten auch wegklatschen. Ja, aber so sehen wir ja nichts. Ja, nicht nur das, dann klettern... Oh, sorry. Die klettern nämlich dann auch dran hoch. Ja, stimmt. Die klettern... Hä? Der ist aber nicht... Hey, das ist ein kaputter. Den müssen wir da hinten hinwerfen. Hier, Kelvin, wir fangen! Der Baumstamm ist kaputt. Der Baumstamm ist kaputt. Das sind schon richtige Profis mit Baumstämmen. Oh, ich hab das Gefühl, dass das nicht passen wird. Tommy. Dann machen wir es passend. Dann machen wir es passend. Doch, das passt. Es geht wieder los. Virginia ist wieder am Jagen. Jetzt hast du wieder Hunger. Alter. Mädels und Jungs. Okay, da ist auch einer. Lass mich rein! Passt doch. Ja, wunderbar. Können wir da auch noch ein Tor reinmachen hier?
Ah, hier. Man macht da eins rein. Sehr gut. Mach mal auf. Dann weiß ich ungefähr, wo es ist. Ja, und jetzt kannst du auch noch. Musst näher ran. Ich glaube, du musst ganz nah ran. Was dann? Ne, ich will hier einen Turm hinten dran bauen. Ach so, ich mach mal hier wieder zu. Haben wir noch genug Holz, ja. Das wird mein kleiner Aussichtsturm. Ja, das wird ganz geil. Jetzt haben wir aber wieder kein Holz, Alter. Wie gesagt, die Bäume direkt am Wall müssen weg, Tommy. Weil sonst klettern die wirklich drüber. Ja, und springen dann hier rein. Das wäre natürlich scheiße. Ah, was hat Leute? Da ist ein Gollum drin, komm, hinter dir ein Tor. Komm dann raus. Oh, scheiße. Das ist natürlich kacke. Okay. Ah! Hast du den Gollum? Der ist gerade rausgegangen. Da ist er schon wieder. Ich hab ihn. Ich hab ihn erwischt, als er raus wollte. Sehr gut. Ich mache hier mal... Oh mein Gott. Das war knapp. Da war noch einer. Da war noch ein Gollum. So, ich würde sagen... Hier noch einen Turm hin. Also eine kleine Plattform. Was denn? Fetter mit Rüstung. Also echt? Fetter Gollum. Ein fetter Gollum mit Rüstung? Ja. Hier fäll ich noch ein paar Bäume. Hier wird sich eh noch einiges ändern. Außerhalb. Da kommen ja richtige Verteidigungsanlagen hin. Selbstschussanlagen. Ja, so eine Kupp. Ey, das fehlt noch. Weißt du, so, dass du so eine Schrotflinte an so ein Seil hängst? Ja, wenn einer durchschlaft, bam. Oder so, Hauptsache so ein Rohr oder so mit Schießpulver und mit... Oder Munition. Eine Armbrust. Ja. Irgendwas, was einmal schießt. Genau, sowas halt. Genau. Sowas fehlt im Spiel. Ja, es fehlt noch so vieles. Ich hoffe, es kommt dieses Golfcar. Ich hoffe es. Das käme wäre so geil. Okay. Hier sind noch Baumstämme. Boah, hier drin liegt sehr viel. Sehr gut. Hallo. Zack. Zack. Ja, da oben drüber spannen wir dann eine Holzbrücke, Domi. Ja. Das wird cool. Hallo, Katze. Ja, geil. Oh, geil. Das sieht cool aus. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt noch fertig bauen. Auf jeden Fall. Das müssen wir noch fertig bekommen. Wenn es nur oben die Plattformen sind. So, eine Leiter. Eine Treppe. Brauchen wir noch und, Haha, geil. Oh, das sieht echt cool aus. Ich freue mich. Wie sie verkleiden. Ah, jetzt, ja, Verkleidung ist wichtig. Aber Hauptsache, die Türme stehen. Oh, cool, ja. Dann noch die Spitzen reinhauen und dann... Ich mach mal hier mal wieder zu. Jetzt wird es langsam dunkel. Mist. Warum hast du denn die Holzbretter gelegt? So. Der Treppe nach. Ja.
Virginia hält draußen Wache. Das ist doch geil. Cool. Ja, wenn man sich so ein vorbaut, ey, das ist, sieht schon ganz geil aus. Ja. Wenn man das richtig auffährt. Da können wir noch so einen Turm, richtigen Turm draus machen. Aber so. So sollte es schon mal reichen, würde ich sagen. Ich hatte jetzt halt so innen noch Boden gelegt, dass man von der einen Seite rein kann und Richtung Tor schauen kann. Ah, ja. Achso, du meinst. Ah, ja, von rechts so reinkommt. Genau. Dass du quasi die erschießen kannst, die wo reinkommen. Ja. Ohne dass sie zu dir gleich kommen. Okay, wie viel Uhr haben wir? Lass mal noch gerade schlafen gehen, bevor wir weitermachen. Gerade bevor wir das. Dann haben wir nämlich. Haben wir es schön hell. Sie. Ja, wunderbar. Kann ich mich. Oh, ich muss was trinken. Da kann ich mich noch die Spitzen reinhauen. Ja. Ich esse mal noch so ein Meal-Paket. Ich find's crazy, wie auch im Inventar der die Karte piepst, wenn du in der Nähe eines Dings bist, eines Trackers bist. Das sieht echt cool aus. Da wurde an jedes Detail gedacht. Das zeigt dann an, das siehst du dann im Inventar. Auf dem Tracker siehst du es dann blinken und auch piepsen. Das ist dann. Oh. Ja, das ist cool. Ja. Somit haben wir auch die Stelle, wo die zwei Wälle aufeinandertreffen, ein bisschen kaschiert. Ja. So. Haben wir hier noch viel? Wo ich. Oh Mann, hier muss ich so viele Spitzen reinkloppen. Mann! Ja, ich glaube, wenn du einmal den Wall hast, ich glaube, da kommen die nicht mehr drüber. Wobei, in der ersten Version sind die alle gar noch über den Wall geklettert, obwohl Spitzen drin waren. Naja, aber das haben sie jetzt nicht mehr gemacht. Nee. Jetzt macht das irgendwie keiner mehr. Von denen. Ich bin mal gespannt, ob es da nochmal sowas geben wird. So ein Zwilling oder so, der drüber klettert. Der kann ja auch an der Wand klettern. Das stimmt. Dass das kommen wird oder so. Dass man Zwilling einklettert. Du musst nur die Hängebrücke machen, weil ich habe kein Seil mehr. Ja, ich mach das. Die Hängebrücke. Moment, ich mach noch gerade die letzten fünf oder sechs. Ja, oder acht. Oder acht. Spitzen noch. Geil. Geil. So, und dann holen wir uns Seil. Gut, dass wir noch so viel Seil haben. Ah, jetzt. So, jetzt kannst du. Ja, geil! Guck mal! Nee. Nee, das wollte ich nicht. Ja. Sieht doch gut aus. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ja, sieht doch geil aus. So, von weil hier kannst du wirklich alles beobachten. Der Wall steht. Das erste Torhaus ist auch fertig. Ja, das ist doch geil. Hier noch Fackeln hinmachen, weißt du, dass du. Hier fehlt noch eine Stufe. Echt? Na, hier. Dass du es so siehst, dass wenn du hier drauf zukommst, dass man hier immer absichern kann. Ja, die kommen hier nicht mehr rein, ey. Kann man hier zumachen. Wunderbar.
Geil. Finde ich cool, finde ich gelungen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Wie baut ihr denn eure Base so auf? Macht ihr einen Wall, baut ihr direkt aufs Wasser? Oder lasst ihr den Wall weg und baut Wände so normale, wie halt vom Haus so welche? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was ihr auch tun könntet, dem Ganzen ein Like dazu lassen, wenn es euch gefallen hat. Natürlich, wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch einen Daumen nach unten. Schaut bei Domi vorbei, der streamt auf Twitch. Und meinem Kanal könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keins der weiteren Videos. Schaut bei mir vorbei, ich habe ganz, ganz viele Videos zu Sons of the Forest gemacht. Und ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Ich sage, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.